Wow. Herzlich willkommen zum größten Wochengruß aller Zeiten. Nein, wir haben gerade schon diskutiert. Erlebniswochenende. Erlebniswochenende, Wochengruß. Wochengruß 22:40 am Sonntag. Und oh wow, du schwenkst sogar währenddessen, dass man die ganze Fülle des hier sieht. Wir sind am Ende. Nee. Wir sind am Abschluss des dritten Blocks vom fünften Modeling Practitioner und hier sitzen einige derer, unter anderem das gesamte Jablonski-Straße Assistententeam. Und nachdem ja ohnehin ein Wunsch war von der Wochengruß-Fangemeinde, dass die Assistenten mehr sagen mögen, würde ich sagen, Daniel, du hast den Löffel in der Hand. Ich habe den Löffel und starte. Ich würde gerne den Anfang machen. Ich fand, das war ein richtig cooles Wochenende. Block. Ein richtig cooler Wochenblock. wir haben uns ja sehr intensiv mit nonverbaler Kommunikation am Anfang beschäftigt und ich fand, das war so ein wunderschönes Priming für den zweiten Teil, wo wir uns dann ja immer eher mit Teilarbeit beschäftigt haben, weil natürlich auch, wenn du so wunderschöne Sachen auf einer mehrebenen Kommunikation sagst, mit Leuten kommunizierst, Dominik, genau. Dass natürlich ja auch diese Ambivalenz oder Polyvalenz, die wir mit uns tragen, auf einer bestimmten Art auch irgendwie abbildet. Und ich finde, dieser Blog war dem ja auf eine sehr elegante Art gewidmet. Das war? Ja. Weil du das gerade so schön sagst, spielt das auch eine Rolle in deiner Webinaraufzeichnung auf Edumanto zum Thema Ambivalenz? Da gehe ich auf die nonverbalen Anteile nicht so ein, warum aber nicht? Natürlich, weil ich nur eine Stunde Zeit habe und ich in einer Stunde nicht die Welt erklären kann. Warum nicht? Also, du bist Erkenntnistyp. Ja, aber dafür braucht man 30 Jahre NLP-Erfahrung, so wie du. Kannst du nicht Hypnose, wo du diese 30 Jahre NLP-Erfahrung zusammenfalten kannst und sie in einer Stunde nachholst? Mach ich doch, aber das erzähle ich den Leuten doch nicht. Er macht's, aber er erzählt's nicht. Mannigfaltigkeit. Genau. Erzähl nur noch mal, wie du es fandest. Oder lass ich doch lieber mal einen Teilnehmer zu Wort kommen, weil die haben ja ein ganz anderes Empfinden und sind so mittendrin. In so einem Wochenende oder... Mittendrin steht nur dabei. Genau. Also vor Ort zu sein ist auf jeden Fall genial. Ein ganz anderes Gefühl nochmal. Nicht besser oder schlechter, einfach ganz anders als auf Zoom. Beides macht Spaß, beides ist cool. Schön, euch kennengelernt zu haben, auf jeden Fall mal live. Schön, alle hier geknuddelt und gedrückt zu haben. Nonverbale Kommunikation ist extrem einfach. Und... Nachdem du jetzt, Dominik, zwei Blöcke auf Zoom dabei warst und einen in der Jablonski-Straße, wenn einer fragen würde, soll ich den Kurs jetzt auf Zoom machen oder in der Jablonski-Straße, welche Entscheidungshilfen würdest du geben? Weil du sagst, beides hat Vorteile. Gute Frage. Denke ich nochmal drüber nach, glaube ich. Ganz persönlich aus meiner Erfahrung, dadurch, dass ich sehr viel von zu Hause auch arbeite, Homeoffice, ist es schön, wenn man die Übung mal auf Zoom auf jeden Fall mitgemacht hat, weil man halt gerade mit Mimik und dem Zoom-Fenster arbeitet oder Teams oder was auch immer. Und das hilft schon, wenn man es einfach mal gemacht hat online, damit man sich genau auf Mimik und entsprechend auch diesen Ausschnitt konzentrieren kann. Live ist es nochmal ein bisschen anders, weil ich nehme mir auf Zoom deutlich mehr Zeit, ist mir aufgefallen, gerade auch für Themendefinitionen. Da habe ich mehr Ruhe, vielleicht auch, weil ich es gewohnt bin. Und vor Ort sitzt da auf einmal oder steht ein echter Mensch, quasi verrückt. Und das hatte ich so ein paar Mal auch mit Katrin zum Beispiel, die mich auf einmal in der Übung angeguckt hat und gelächelt hat. Und ich dachte mir, Mist, jetzt muss ich ja weitermachen. Während du bei Zoom einfach das Bild ausschalten kannst. Ja, natürlich. Oder einfach mal kurz Pause oder selbst zur Toilette gehen. Ja, und was ich auch cool fand, war das Anstarren ohne zu reagieren. Auf Zoom? Nee, generell. Ja. In echt? In echt, weil anscheinend ist das ein Skill von mir. Nicht wahr. Angela, du warst Assistentin. Ich bin es immer noch. Da bin ich auch sehr früh drüber. Ja, und? Wolltest du mich was fragen oder sollte ich was? Wie war's? Du hast am Ende beinahe geweint. Ja, das stimmt, weil ich sehr ergriffen bin oder war und auch immer noch bin über die
ja, jetzt suche ich nach Worten mal ausnahmsweise. der Zuneigung oder auch der, der Selbstverständlichkeit, wie ich als Assistentin Information oder Anregung reingeben darf und kann, ohne den Fluss der Übung zu stören. Das finde ich noch viel, viel schöner. Und aber auch die Personen, in denen die Coaches und die Coaches nicht störe. Also es wird wirklich wie, danke und angenommen, und es geht komplett im Fluss weiter. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Und das ist... Da würde ich gerne noch zu sagen, ich mag so die Variation der Assistenten. Also gerade von Daniel habe ich relativ viele Übungsgruppen gehabt, und irgendwann hatte ich schon so ein Gefühl, in welche Richtung deine Tipps gingen, und dann von dir ganz andere Tipps zu bekommen, ist auf jeden Fall nochmal total inspirierend, weil man nochmal irgendwie einen anderen Blickwinkel bekommt, je nach Assistent. Das heißt, du würdest dir anderen Leuten durchaus empfehlen, auf Ebene 3 innerlich immer einen Assistenten dabei zu haben? Ja, wenn man einen anderen. Mehrere? Ja, möglichst mehrere. Oder ein paar Mentoren. Ja. Ich nutze die Vorlage, um zu sagen, dass wir hier wirklich, das muss ich jetzt mal sagen, im Namen der Teilnehmer und des Trainers, richtig großartige Assistenten haben. Ich will jetzt ja nicht irgendwelche anderen dissen, aber wenn ich gucke, was hier in den Trainings die Assistenten leisten, gerade auf diese, wie du sagst, unterschwellige Art, einfach da sein, parat sein, nicht die kleinen Gruppen übernehmen, nicht mit dem Wissen protzen, sondern einfach so als coole Ressource, die sind da, die kann man aktivieren. Ich freue mich auch immer, wenn ich merke, dass die Teilnehmer irgendwann anfangen, von sich aus das dann zu holen, wenn sie es brauchen. Weil die beiden Sachen, die beide sehr leicht passieren, sind Assistenten, die nicht viel beitragen können, die eigentlich sich nur um Kaffee und Kekse kümmern, was ihr auch macht, aber halt nicht nur. Oder halt Assistenten, die zeigen müssen, wie toll sie sind und die Kleingruppen übernehmen. Und da, finde ich, haben wir hier ein durchgehend großartiges Niveau, dass die Assistenten wirklich so ein Sicherheitsnetz bieten. Also ich danke euch dafür auch im Namen aller anderen. Und auch die Vielfalt der Teilnehmer, ne? Also ich meine, Jade? Als gebe ich mal weiter. Was ist jetzt, was soll ich sagen? Dass es cool ist. Es ist mega cool. Ja, also zu der Vielfalt der Teilnehmer habe ich das jetzt bestimmt bekommen, weil ich die Jüngste bin. Und es ist wirklich... Also von mir ist es so, gerade, ich komme ja gerade aus der Schule, und es ist so eine ganz neue Art zu lernen, auf jeden Fall. Und es ist so, es begeistert mich wirklich, wenn ich das so betrachte, der Umgang miteinander, wie man hier immer wieder versucht und gerade aus den Fehlern lernt und dadurch sich immer wieder steigert. Ich finde auch gerade, weil wir haben ja jetzt 5-Tage-Blöcke, und ich muss danach immer erst überlegen, das sind nur 5 Tage, weil es fühlt sich, wenn ich zurückdenke, denke ich, wann habe ich das gelernt? Letzten Monat? Aber nein, es ist erst gestern gewesen. Es fühlt sich so lang an, weil man sich so intensiv beschäftigt, und das finde ich gerade toll. Dankeschön. Ja, also wie viel wir hier an Wissen vermittelt kriegen, ist auf jeden Fall grandios, und noch faszinierender ist dann, dass NLP inhaltsfrei ist. Also mein Leitsatz dazu, Hilfe, ich bin in den Inhalt getreten. Der war super. Auch der Zusammenhalt der Gruppe, ich weiß nicht, wie das in anderen Kursen ist, aber sowohl auf Zoom als auch hier vor Ort, egal wo man teilnimmt, das ist super. Auch unsere kleine Party hier letztens, muss man schon mal erlebt haben. Gocho. Gocho. Ja, ich fand's toll. Habe ich noch Zeit? Ja. Eine Minute mindestens. 30 Sekunden. Ja, also genau. Super fand ich die Leute vor allem, also die Teilnehmer, sowie natürlich mit den Assistenten zusammenzuarbeiten, und Ralf, wie du das halt, also ich finde es immer wieder genial, wie du das halt organisierst. Ja, das ist irgendwie wie so eine Gruppe, so eine wabernde Masse, man weiß nicht so richtig, was funktioniert, und dann wird mal hier getätschelt, mal da. Und es ist nicht, ich würde nicht sagen, dass es eine Schafsherde ist. Würdest du nicht sagen? Nee, das würde ich nicht sagen. Es ist eine Schafsherde. Schafsherde würdest du nicht sagen. Würde ich nicht sagen. Niemals. Niemals. Sondern? Sondern, also das ist ein ganzer Zoo halt, ne? So ein Rudel.
ne? Also da sind die Big Five dabei, ja, und dann sind Schafe dabei, Hunde dabei, ja, das war ja, ne? Und so, also einfach so ganz verschiedene Charaktere, ja, aber die irgendwie in so einem Rudel, in so einer Gruppe, das ist nicht so einfach. Und dann werden halt so Informationen reingestreut und das nicht wenige, ja. Und das finde ich echt genial, also dass dieser Prozess, ist ja eigentlich ein Gruppenprozess, ja, wo die Teilnehmer das Gefühl haben, sie kriegen wahnsinnig viel Inhalt und Information. Und es ist ja auch so. Also nicht nur das Gefühl, sondern das ist auch so. Aber im Prinzip ist es halt so ein Gruppenprozess. Ne? Du machst gerade Werbung. Das finde ich total cool. Hier, oder? Ich also, mache, glaube ich, Werbung, oder? Das soll also Werbung sein jetzt. Es sollte Werbung sein. Und was machst du jetzt Werbung? Also, dass es hier halt echt toll ist. Es ist ein Gruppenprozess. Du wirst in der Gruppe so durchgeführt oder du wirkst auch in der Gruppe. Die Einzelnen wirken auch und machen halt einen Prozess durch. Vielleicht auch vom Schaf zum Wolf oder vom Hund zum Löwen oder umgekehrt, ja. Aber auf jeden Fall passiert, ist es tierisch geil, genau. Okay. Ich habe selber, danke. Dann mache ich noch schnell die Vermeldungen, Abkündigungen, Ansagen. Also, letzte Woche hatten wir am Dienstag war der Podcast 34 im Gespräch mit Dagmar, da ging es um Inkongruenz, genau was wir hier gemacht haben. Donnerstag war auch Dagmar mit dem Webinar Klopfen und Geld. Ich glaube, ja. Genau, Klopfen und Geld, die Aufzeichnung. Vielleicht will noch jemand was sagen? Dann kann er gleich. Gut. Angela ist Handlungstyp, sie räumt schon auf. Energiesparen ist das Motto der Zeit. Donnerstag war Dagmar mit dem Webinar. Die Aufzeichnung bleibt noch stehen bis nächsten Donnerstag. Nächsten Donnerstag bin ich im Webinar mit der Optimismusstrategie, die Strategie der Optimisten. Ich glaube, das geht auf dich zurück, dass ich das Webinar mache. Mhm. Weil nämlich Yves, die in der World of NLP gefühlt auf Platz 2 steht. 22. Jetzt, wenn du jetzt ein Mikro hättest, könntest du richtig... Ja, 22. Du hattest mir irgendwie gesagt, dass in der World of NLP die Optimismusstrategie fehlt. Mhm. Und dann dachte ich mir, ich mache das halt einfach. Kommt also Donnerstag Optimismusstrategie, ist dann hinterher eine Woche wieder auf der Seite von mir, danach für ewig auf Edomante und in der World of NLP. Am gestern Samstag war Newsletter, im Augenblick läuft eine Serie über Sprache, Metamodell, da ging es dieses Mal um Timeline-Tricks, also wie sprachlich Dinge, die in einer anderen Zeit sind in der Gegenwart oder die in der Gegenwart sind in einer anderen Zeit dargestellt werden können und man es schaffen kann, mit Sprache sich Sorgen zu machen über Sachen, die nie eintreten werden. Letzte Woche hatte ich einen Newsletter geschrieben, der gab ziemlich Feedback, weil das Wort Putin drin vorkam. Und in dem hatte ich eine Frage gestellt, nämlich warum das Wort Putin auf eine bestimmte Art verwendet wird. Als ich ihn schrieb, hatte ich noch keine Antwort. Wenn du ihn gelesen hast und die Frage dich interessiert, schreib mir. Inzwischen habe ich eine Antwort und mir hat auch ein Teilnehmer, noch ein Leser noch was geschrieben, der kam auf dieselbe Idee. Dann schreib mir, dann würde ich dir das als Antwort schreiben. Das war es eigentlich alles, oder? Am nächsten Dienstag kommt ein Podcast von mir, ich weiß noch nicht worüber. Donnerstag Webinar, Newsletter und so weiter und so fort. Das ist die Jablonski-Woche. Und will noch von euch jemand irgendwas Schönes sagen? Kannst du mal den Tropfen machen? Du kannst den Tropfen so gut. Ich kann es doch nicht auf Kommentar. Ne, komm. Oh! Großartig. Tschüss!